Willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist mal was anderes, eher aus der Kategorie brauche ich nicht, mache ich aber. Und zwar dachte ich mir einfach mal, komm, baust du so aus den Resten, die du so rumfliegen hast, irgendwie so einen kleinen E-Scooter. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut gelungen. Also ich habe nicht mal 1 Cent in diesen Scooter reingesteckt, war wirklich nur mit dem Zeug, was ich so da hatte. Und klar natürlich auch mit den Maschinen, die mir so zur Verfügung standen in meiner Werkstatt. Eigentlich sollte das auch so ein Projekt werden oder so ein Ding, wo ich gucken wollte, wie schnell kann man sowas zusammenbauen. Aber dann hat dann irgendwie doch die Perfektion gekickt. Ja, und hat halt einfach Spaß gemacht, ne? Und deswegen habe ich dann auch so Sachen mit Wickelschweiß und sowas alles, was ja bei Stahl nicht immer Sinn macht. Weil man mit Mack halt viel schneller ist, deswegen schweißt man auch Stahl, Schwarzstahl meistens mit Mack. Das ist halt ein Miniscooter geworden, ja, wenn man baut sich das Ding jetzt zusammen und dann fährt man das paar Mal und ja, dann war es auch, ne? Was machst du damit? Entweder stellst du es schön in die Vitrine oder du verschenkst es halt, ne? Und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr auf die Optik gezielt. Ja, technisch war das halt, da hat es auch funktioniert alles, also wirklich gut sogar, nur halt man hatte jetzt kein Kugellager im Lenkkopflager, war halt alles so passgenau gedreht und schön mit Fett gemacht. Da ist auch immer ein guter Tipp, wenn man kein Lager da hat, passgenau drehen, Fett rein und dann läuft das. Und hat halt wirklich funktioniert, aber meine Ansicht oder mein Ziel war halt bei der Sache, ja, machst du einfach was Schönes, was dir nachher schön hinstellt. Und bevor du dir da so einen großen, ich sag mal normalen E-Scooter baust, der auch irgendwie langweilig aussieht, so klar, man kann da halt alles super geil und fancy machen, aber im Endeffekt ist normal großer Scooter und so hat man ein bisschen was Kleineres, was Schickeres und macht sich auch echt gut. Also seht ihr auch selber am Ende, sieht echt gut aus und fährt sich auch trotzdem sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, sogar ich war mehr als positiv überrascht. Ja, und man hat halt so ziemlich alles angewandt, was einem zur Verfügung stand, vom Drehen bis zum Sandstrahlen. Und das war halt auch wieder dieser Perfektionismus. Bevor ich lackiert habe, habe ich nochmal schön gestrahlt, weil weiß ja jeder, besser als mit einem Sandstrahler. Also kannst schleifen wie ein Weltmeister. Erstens, das dauert super lange mit Schleifpapier und weiß der Geier was. Und kommst du sowieso nicht in jede kleinen Ecken rein. So Sandstrahler ist wirklich das Top-Teil dafür, egal ob man jetzt was entfernen will oder was zum Lackieren, Pulvern vorbereiten will. Wirklich bombastisch. Also das Farbe hält schon gut, aber Pulver, das Zeug könnt ihr nicht mal runterbeißen. Das hält echt super da drauf. Ja, und in Zukunft wollte ich halt wieder ein bisschen mehr so einfach so Projekte machen, weil über Schweißen hat man genug erzählt oder kann man sich genug reinziehen, immer noch. Gibt dafür ja Top-Kanäle, wisst ihr. Und dann dachte ich einfach mal, komm, machst du, wenn du mal Zeit hast. Ja, ist ein guter Witz, aber man versucht trotzdem, wenn man mal Zeit hat, einfach so Projekte zu bauen, die einem Spaß machen. Und wenn ihr da irgendwelche geilen Ideen habt oder so, packt es einfach in die Kommentare. Die am häufigsten genannt werden oder geliked werden, kann man dann eine Abstimmung machen, die Top 3, und dann baue ich das einfach. Warum nicht, ne? Wenn da irgendwas Geiles bei rauskommt, kann man es ja machen. Hier sieht man auch gut, wie einfach und sauber man die Waldschicht bzw. die Schlacke, Zunderschicht, nennt es wie ihr wollt, wegkriegt mit dem Sandstrahler. Und das macht auch wirklich Spaß, ne? Also man tut sich da die Ohrenschützer drüber, weil das Ding ist richtig laut, weil da eine Absaugung drin ist, und dann macht man das richtig schön entspannt. Also ja, ist halt für die meisten auch entspannt so zu gucken, und ich finde, das ist auch entspannt zu machen, ne? Also da gibt es viel schlimmere Jobs, alles schön in der Kabine, nichts Staub, wie ich schon gesagt habe, für den Lack ist das echt absolut top. Und ich sag mal so, wenn man wirklich sagt, ach komm, juckt mich nicht die Optik, ich will wirklich, damit das alles gut ist und gut fährt, und ich will damit wirklich fahren, also normale Größe auch einen Scooter bauen, also dann schafft man das mit, dann braucht man auch keine Drehbank, nichts, dann kann man ja das Lenkkopflager beziehungsweise das, ich sag mal, diesen Lenkbereich von einem alten Fahrrad abschneiden und dann an so einen passenden Rahmen dran schweißen über den Hals. Und dann kann man sich so einen Scooter wirklich in ein paar Stunden zusammenbasteln, ne? Irgendwie mit der Dose drüber gehen und fertig. Das war jetzt halt einfach nur so wirklich so ein Spaßprojekt mit allen Sachen, die ich so rumfliegen hatte. Und selbst das war wirklich gut zu fahren am Ende. Und das war halt auch der Punkt. Oder das sieht man auch.
dass der Fokus mehr auf dem Bau lag und auf der Optik nachher, weil ich habe jetzt ein bisschen was aufgenommen vom Fahren her, aber ihr werdet gleich sehen, so der Bau ist detaillierter gefilmt als jetzt die Rumfahrerei, ne? Weil das ist halt bei den meisten Sachen so, die du auch auf YouTube siehst, da die wenigsten werden da mit ihren selbstgebauten Dingern da tagtäglich einkaufen fahren oder zur Arbeit fahren, ne? Ich habe einen schönen alten Wischermotor gefunden, den habe ich an so einen Winkel gesetzt, der wird an den Rahmen gesetzt und eine Rolle treibt die andere an. Also einfacher geht es nicht. Und da kannst du mit einem kleinen Benzinmotor machen, mit einem kleinen Dieselmotor, an einem Fahrrad, an einem Motorrad, überall. Klar, du hast mehr Verschleiß am Reifen, aber einfacher geht es nicht. Wirklich. Also leichter geht es nicht. Batterie dran, natürlich die schwächste Akkubatterie genommen, die ich gefunden habe. Nachher habe ich die Batterien nochmal den Rahmen umgebaut und unten drunter gepackt. Also für ein paar Minuten Fahrt reicht's. Und das war dann auch vollkommen ausreichend, ne? Alle Kabel schön durch das Gehäuse gezogen und wie gesagt, lief wirklich super das Ding. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe auf euer Feedback und wenn ihr irgendwelche geilen Ideen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Bis dann.